Hallo und willkommen zurück. Wir waren hier tatsächlich ein bisschen falsch. Wir sind gar nicht mal so falsch, aber ein kleines bisschen. Denn wir müssen immer noch Rebecca retten, die in der letzten Folge schon wieder abgestürzt ist. Und ja, alles ist furchtbar. Ich muss hier einmal vorbei. Genau, wir müssen hier hoch. Ich hätte eigentlich schon mal den Schlüssel mitnehmen können, aber das ist jetzt Wayne. Ja, bitte hör auf rumzubrüllen. Die Kackaffen sind immer noch da. Und ich habe hier einfach die ganze Zeit eine Tür übersehen. Und da denke ich mir auch nur die ganze Zeit, lol, lol, lol. Kackaffen. Rebecca. Hang on. I'll pull you up. Thank you. Don't mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? This is Rebecca. Over. Rebecca, this is Enrico. Have you managed to locate Cohen yet? Over. Rebecca, answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebecca. My first mission, and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Oh well, I probably won't live long enough to worry about it. Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year. Our unit was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. But the hideout was far away from our entry point. Died from the heat. Others were killed by the enemy. In the end, only four of us survived. Only there was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed, oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village. Get rid of them! Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! So did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. Tja. Irgendwo war, ne? Okay. Aber das ist schon mal ganz gut, dass wir jetzt ein bisschen was wissen. Ich glaube nicht, dass er die umgebracht hat, sondern... Also ich denke mal, er hat die dann umgebracht, die... dann die unschuldigen Leute umgebracht haben. Das glaube ich eher.
Ja, jetzt wird's lustig, denn jetzt müssen wir immer noch die ganzen Affen bekämpfen. I'll check it out. Okay. Ich schau noch einmal kurz hier rein. Ja, das kann jetzt funny werden. Ich sag ja, funny. Hey, es ist doch nicht deren Ernst. Wie viel fressen die denn bitte? Wie viel? So, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Sogar die Spinnen fressen weniger. Und so ein Scheißaffe, der braucht einen Schuss, dann ist er weg. Also sorry, aber das macht irgendwie in meinen Augen gerade sehr, sehr wenig Sinn. Wir lassen trotzdem Rebecca da. Das macht halt überhaupt keinen Sinn für mich. Überhaupt keinen. Kein Affe der Welt braucht 20 Kugeln, um zu sterben. Keiner. Da kannst du den mutieren, wie viel du willst. I'll go check over there. Okay. So. Es ist zwar nur ein Schuss, aber der eine Schuss kann irgendwie wichtig sein. Und vor allem, dass man hier keine Kiste hat, das ist halt einfach richtig beschissen. So. Jetzt haben wir hier nur noch die Killerspinnen. Yay, da freut man sich doch. Aha, die hat sich nur totgestellt, das Mistvieh. Renn. Ey, ist das deren Ernst? Ich find's gerade einfach echt mega Mist, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich weiß nicht, wie wir hier jetzt weiter vorgehen sollen. Es ist halt alles Selbstmord, egal was wir tun. Wir sind auch noch vergiftet. GG. Ja, das wird alles nichts. Ich sehe das halt schon kommen. Wir werden halt gleich wieder sterben. Wir kommen hier halt auch einfach nicht raus, weil diese scheiß Affen die ganze Zeit Trouble machen. So, was gab's hier? Munition? Ja toll, GG für die Pistole. Das juckt die Affen halt einfach nicht. Jetzt nimm doch einfach diese scheiß Munition. Wirklich, also sorry, aber das Spiel macht nicht so viel Spaß wie der erste Teil. Verschlossen, dann benutzt doch den Schlüssel. Toll, ein Koffer. Nein, den lassen wir erstmal hier. GG, es bringt mir nichts. So.
Einfach, wir sind einfach vergiftet. Ich glaub's nicht, ey. Ja gut, ich werde jetzt sowieso sterben. Müssen wir uns keine Illusionen machen. Auch wenn wir jetzt von hier aus bis dahin laufen würden, wir würden halt trotzdem sterben. Blaue Kräuter waren ja in diesem Heilzimmer. Da waren blaue Kräuter. Wo noch welche waren, weiß ich gerade nicht. Aber auch wenn ich da jetzt hinrennen würde, ich würde halt trotzdem sterben. Mann, das ist doch nicht in Ordnung. Stirb. Siehst du, also es macht halt keinen Sinn. Die treffen uns ein, zwei Mal und dann ist Ende. Oh nee, also sorry, aber das macht halt überhaupt keinen Spaß. Ich hätte das Ganze auf einfach spielen sollen. Das kann man im Nachhinein wahrscheinlich auch safe nicht ändern. Ich überlege gerade. I'll check it out. Roger. Dass wir uns die Säurepatronen holen, die es da gab in dem einen Raum. Dass ich jetzt einfach nur renne. Egal was passiert, ich renne einfach. Egal was passiert, ich renne einfach. Ciao. So, einmal können die mich ja treffen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Die Spinne. Ich hoffe, ich bin jetzt noch nicht vergiftet. Das wäre blöd. Nein, er ist sogar noch gesund, lol. So. Die ist jetzt auch gekillt. Komm schon, schieß sie tot, bevor sie noch was machen kann. Okay, die ist weg. Nice, okay. Das lief gar nicht mal so schlecht. Nur ein bisschen. Also es lief nur ein bisschen schlecht, das geht ja noch. Das Verhältnis ist noch okay. Jetzt müssen wir da einmal drücken. Das war's, glaube ich, ne? So. Ich habe, glaube ich, einfach den gedrückt. Kann das sein? Ja. Daran erinnere ich mich. So. Perfekt. Die nehme ich mit. So, mal gucken, was die Affen von ein bisschen Säure halten. Das finden die bestimmt geil. Lol, du darfst die... Ich hab doch auf Ausrüsten gedrückt. Oder? Oder bin ich irre? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ein bisschen von dumm und irre zusammen. Keine Ahnung. Es ist kompliziert. So, aber es ist halt einfach... Für mich macht es überhaupt keinen Sinn, dass Affen so viel vertragen. So, da musst du einmal gegenschießen und dann war's da schon. Also, das ist von realistisch wirklich weit entfernt. Das ist genauso wie früher bei diesen ganzen... Call of Duty teilen, wo es dann ja auch diesen ganz krassen Modus gab, so. Da dachte ich mir auch so, in welcher Welt ist das realistisch? So, der normale Dings ist schon nicht realistisch. Du blödes Miststück. Okay, dann halt so. Okay, die sind tot. Das ist schon mal schön. Von da kam ich ja. Ist das ein Rätsel? Wenn ja, dann hasse ich es.
Ich würde auch sagen, wir geben ihm das direkt mal zum Verwenden. Und da vorne war ja nur ein Zombie. Den sollten wir auch so hinbekommen. Ich hoffe mal, der ist hier jetzt nicht direkt vor meiner Nase gespawnt. Schild, der steht noch ein drittes Mal auf. Jetzt reicht's dann aber auch. Gut, dann wechseln wir jetzt mal zu Rebecca. Der geht's halt immer noch nicht so gut, aber es geht noch. Hä? Wieso hat sie vorher nicht nachgeladen? Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück zur Halle, speichern da einmal, dass wir das Ganze hier überlebt haben. Und schauen dann mal, wo wir dann noch hingehen können. Ich würde eigentlich auch nochmal ganz gern den Keller mehr oder weniger säubern, weil da gab es halt noch einiges, was man da so suchen und finden konnte. Ja, das machen wir aber zum Teil erst später. Ich würde sagen, den ersten Raum machen wir halt schon mal. Das würde auf der Liste stehen. Und dann schauen wir einfach mal, was dann noch so kommt. Weil der Raum, wo der Zombie drin war, das geht halt auch noch fit. Das kriegen wir auch noch so hin. Let's go. Okay. So, jetzt wechseln wir wieder zu ihm. Für einen Raum lohnt sich richtig. Boah, ich sag's euch, das ist so chaotisch heute. Aber allgemein die Aufnahmen von dem Spiel sind mega chaotisch. Das wird lustig, wenn ich das heute wieder alles noch schneiden muss. So. Gut. Jetzt wechsle ich wieder zu dem. Let's split up. Okay. Und genau, so machen wir das. Ich gehe jetzt mit ihm noch mal kurz in den Keller, mache noch eben schnell die Spinnen weg. Wie viel Munition haben wir jetzt eigentlich? 37. Okay, ich habe zu mehr gehalten. So viel, wie wir gefunden haben. Aber okay, wir haben auch ein bisschen was verschossen. Also, ja, die kotzt mich natürlich instant voll. Und jetzt bin ich vergiftet. Gigi. Ganz ehrlich? Nein, also... Ich weiß nicht, wie komme ich hier raus aus dem Spiel? Muss ich mich dafür umbringen lassen? Das habe ich einfach nicht begriffen. Ich habe dann immer so gemacht, dass ich rausgetappt bin. Und wieder reingetappt bin, um jetzt hier auf Beenden zu drücken. Moment, es muss gerade wieder das Bild laden. So, Spiel beenden, ja. So, jetzt laden wir hier das Spiel. Resident Evil Zero. Der Keller ist auf jeden Fall jetzt schon mal sauber, nur halt der andere Keller noch nicht. Und den muss ich mir halt noch angucken. Deshalb würde ich sagen, wir setzen hier einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Falls euch mein Leidensweg noch weiter interessiert, könnt ihr auch gern abonnieren. Das wird noch lustig hier. Und, ja, ich gehe jetzt nochmal in den Keller, beziehungsweise in der nächsten Folge machen wir das dann. Und dann können wir auch noch dieses Schieberätsel im Keller lösen. Es gibt noch viel zu tun, es gibt wirklich noch viel zu tun. Gut, wir sehen uns, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, das ist wieder der falsche Knopf, immer das gleiche hier, bis dahin.